Nach Corona-Ausbrüchen der Fleischindustrie. Die Bundesregierung verbietet in dieser Branche Werkverträge. Corona-Hilfe für Lufthansa. Die Bundesregierung hat sich auf ein Paket zur Unterstützung der Airline geeinigt. Bessere Nahrungsmittel vom Feld. Mit dem Green Deal will die EU den Dünger- und Pestizideinsatz deutlich senken. Die Welt am Mittwoch, guten Abend und willkommen bei den Heute-Nachrichten. Die Missstände in der Fleischindustrie mit miserablen Bedingungen für die Menschen, die dort arbeiten, sind schon lange bekannt. Doch der massenhafte Ausbruch des Coronavirus in einigen Betrieben hat nun die Bundesregierung veranlasst, konsequent zu handeln. Ab Januar 2021 werden Leiharbeit und verschachtelte Subunternehmerstrukturen verboten. Wie viele ausländische Hilfskräfte in der deutschen Fleischindustrie arbeiten, lässt sich nicht genau sagen. Die Branche hält sich da bedeckt. Sicher ist, sie werden ausgebeutet. Oft kommen die Helfer aus Osteuropa, arbeiten nicht direkt für die Schlachthöfe, sondern für Subunternehmer und das zu Dumpinglöhnen. Viele von ihnen sind in engen Sammelunterkünften untergebracht. Was sich jetzt ändern soll, dazu Florian Neuhan. Dass osteuropäische Arbeiter in deutschen Fleischfabriken ausgebeutet werden oder dass sie in Massenunterkünften wie diesen hausen müssen, ist eigentlich seit Jahren bekannt. Zum großen Thema aber wurde es erst nach hunderten Corona-Infektionen in der Fleischindustrie. Wir erleben, dass Verhältnisse, die vor Corona schon nicht in Ordnung waren, in dieser Krise zu einem besonderen Problem werden. Das betrifft vor allen Dingen das massive Infektionsgeschehen in Fleischbetrieben, in Fleischfabriken in der Republik. Frühere Gesetzesverschärfungen, so der Arbeitsminister, seien oft von der Branche unterlaufen worden. Nun also Corona-bedingt ein neuer Versuch. Das Kabinett beschließt Eckpunkte mit möglichen neuen Regeln für die Fleischindustrie. Ab 2021 sollen Werkverträge demnach verboten werden, damit Fabriken die Verantwortung für Missstände nicht mehr von sich weisen können. Außerdem geplant häufigere Kontrollen und bei Arbeitszeitverstößen höhere Bußgelder. Auf das mögliche Aus für die Leiharbeit reagiert die Branche mit einer Drohung. Würde man es hier schlank verbieten, müssten wir mit unseren Schlachtstandorten wahrscheinlich abwandern. Ausnahmsweise Lob dagegen von linker und grüner Opposition. Das geplante Verbot sei längst überfällig. Nur dürfe es dabei nicht bleiben. So fordern die Grünen weiterhin einen Mindestpreis für Fleisch. Die Bundesregierung hat sich nur auf die Bedingungen in den Schlachthöfen konzentriert. Sie hat das System des Billiger und Mehr nicht angegriffen. Angegriffen wird jetzt erst einmal das Arbeitsmodell der Fleischindustrie. Die Eckpunkte von heute aber sind nur ein erster Schritt. Jetzt soll ein Gesetzentwurf folgen, den wiederum der Bundestag beraten und beschließen muss. Die Lufthansa ist in der Corona-Krise ja tief in die roten Zahlen geraten. Der Staat sollte helfen, doch wie genau, darüber war sich die Bundesregierung uneinig. Jetzt scheint es aber eine Lösung zu geben, berichten verschiedene Medien. Wegen der Pandemie und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen hat die Lufthansa derzeit mehr als 90% ihrer Maschinen am Boden. Für das Unternehmen bedeutet das einen Verlust von 1 Million Euro pro Stunde. Ja, noch ist offen, wie diese mögliche Einigung im Detail aussieht. Deshalb fragen wir Theo Koll in Berlin. Theo, was hören Sie über das Paket, das da von Bundesregierung und Lufthansa geschnürt wurde? Nun, auf dem Paket, so jedenfalls die Medienberichte, soll stehen 25% plus eine Aktie. Das heißt, der Bund würde mit dieser Beteiligung gut ein Viertel der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Lufthansa kaufen. Die Kosten werden mit rund 9 Milliarden beziffert. Damit hätte der Bund dann künftig eine sogenannte Sperrminorität. Das heißt, er könnte zwei Aufsichtsräte besetzen und bei der Lufthansa mitentscheiden. Genau darüber hatte es hier heftigen Streit in der Koalition gegeben. Teile der Union wollten ja nur eine stille Beteiligung. Der Staat sei einfach kein guter Unternehmer. Die SPD-Fraktion dagegen drängte auf eine aktivere Mitbestimmung. Wenn man denn schon so viel Geld gibt, dann wolle man auch mitentscheiden, beispielsweise über den künftigen ökologischen Kurs der Fluglinie. Eine so deutliche Beteiligung müsste dann mit 2/3 Mehrheit einer außerordentlichen Hauptversammlung entschieden werden. Die braucht 4 Wochen Einladungsfrist und bis dahin verliert die Lufthansa weiterhin, Sie haben es eben gesagt, stündlich 1 Million Euro. Die Kanzlerin hat vor wenigen Minuten bestätigt, man sei in intensiven Gesprächen und in Kürze sei mit einer Entscheidung zu rechnen. Vielen Dank für die Erläuterung, Theo Koll in Berlin.
Und auch das hat das Kabinett beschlossen. Der Staat soll künftig ein Mitspracherecht haben, wenn Investoren von außerhalb der EU bei Unternehmen im Gesundheitssektor einsteigen, etwa bei Herstellern von Schutzkleidung und Medizingeräten. Und die Lohnfortzahlung für Eltern wird verlängert. Wenn sie nicht arbeiten gehen können, weil wegen Corona Kindergärten oder Schulen geschlossen sind, bekommen sie jeweils 10 statt bisher 6 Wochen lang etwa 2/3 ihres Gehalts gezahlt. Alleinerziehende bis zu 20 Wochen. Die Lohnfortzahlung mag Familien in dieser Zeit etwas helfen, ändert aber nichts an dem traurigen Befund vieler Kinderärzte derzeit. Weil die Kitas so lange geschlossen sind und die Kinder zu Hause bleiben, haben Misshandlungen zugenommen. Vor allem bei den ganz Kleinen. Kinderschützer sind sehr besorgt über die zunehmende Gewalt in den Familien. Roman Leskova. Röntgenbilder, die Ärzte im Bereich Kinderschutz immer wieder sehen. Arm- und Beinbrüche, Rippenfrakturen. Oliver Berthold berät bei Verdachtsfällen Ärzte, Rettungssanitäter. Bei der medizinischen Kinderschutzhotline riefen in den ersten Maiwochen so viele Ratsuchende an wie im gesamten April. Die Corona-Krise für Familien offenbar eine Belastung. Wir haben jetzt in der ersten Maihälfte rund 50 Fälle beraten, in denen es auch um diese schweren Verletzungen ging, was eben insbesondere bei kleinen Kindern per se schon misshandlungsverdächtig sein kann, weil diese Kinder nicht am Straßenverkehr teilnehmen oder in den Sportverein gehen, wo diese Verletzungen sonst auftreten können. Die starken Einschränkungen belasten auch die Familienhilfe, hatten Experten früh gewarnt. Für Mitarbeiter sei es teils schwierig, Kontakt zu halten. Durch Schul- und Kitaschließungen fiel ein Warnsystem aus. Der Kinderschutzbund macht daher ähnliche Beobachtungen. Wir haben nur Eindrücke aus Gesprächen mit Jugendamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort war es so, dass im März und April die Zahlen stark abgenommen haben und jetzt im Mai rasant wieder steigen. Das Familienministerium sieht die Gefahr, dass Kinder zeitweise ins Dunkelfeld geraten sind. Umso wichtiger, bestimmte Einschränkungen jetzt wieder zu lockern. Das bedeutet, dass es auch aus Kindeswohl- und Kinderschutzaspekten eben zu befürworten ist, wenn die Kitas und auch die Schulen jetzt weiter öffnen. Aber wir müssen, und ich sage das nochmal, wir müssen es immer sehen, auch vor dem Infektionsgeschehen. Die medizinische Kinderschutzhotline hofft deshalb, dass die eigenen Zahlen eine Momentaufnahme bleiben, durch mehr Unterstützung die Anrufe wieder weniger werden. Ein Blick auf die aktuellen Corona-Daten für Deutschland zeigt, die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen. Im Durchschnitt der vergangenen 7 Tage haben sich 660 Menschen täglich neu angesteckt. Die Johns Hopkins Universität hat seit Ausbruch der Pandemie gut 178.000 Infizierte registriert. Davon gelten knapp 157.000 als genesen. 8.136 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Und jetzt zu ganz anderen Zahlen dieser Viruskrise. Corona kostet uns alle auch viel Geld. Bund, Länder und Kommunen haben deutlich weniger Einnahmen und schnüren gleichzeitig enorme Hilfspakete. Heißt am Ende, die Schulden wachsen. Beispiele: Das finanzstarke Bayern nimmt für seinen Anti-Corona-Fonds 20 Milliarden Euro auf. Die finanzschwachen Bremer 1,2 Milliarden. Kai Niklasch hat die Details. Warten auf bessere Zeiten. Wie der Besatzung des Kreuzfahrtschiffes geht es momentan vielen. Der Hafenumschlag als Konjunkturbarometer. Bei Autos etwa ging es um 30% bergab. Die Flaute erwischt doch den Hafenbetreiber, die Bremer Lagerhausgesellschaft. Wir haben über das ganze Unternehmen, also mit rund 12.000 Beschäftigten in Deutschland, haben wir im Moment eine durchschnittliche Kurzarbeit von knapp unter 30%. Wir werden wie alle Unternehmen, glaube ich, oder die meisten, ein ziemlich desaströses Ergebnis für das Jahr 2020 zu verarbeiten haben. Mittendrin das Land Bremen als Anteilseigner des Hafens. Zudem massive Ausfälle bei der Gewerbesteuer. Um den finanziellen Corona-Kollaps zu verhindern, der Plan, ein 1,2 Milliarden schweres Hilfspaket. Doch wie finanziert das kleinste Bundesland den sogenannten Bremen-Fonds? Man kann sich überlegen, dass die Länder und der Bund, vielleicht auch die Kommunen, da wo sie betroffen sind, gemeinsam Kredite aufnehmen. Warum? Der Bund hat günstigere Zinskonditionen noch als die Länder. Da ist noch ein Unterschied von 0,3% ungefähr. Da kann man, indem man sich zusammentut, letztlich noch günstigere Zinsen erzielen. Diesen gemeinsamen Weg lehnen andere Länder bisher ab. Bayern ist gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für uns.
Und wir wollen nicht haben, dass diejenigen bestraft werden, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Was Bayern stattdessen favorisiert, Bundesmittel für gezielte Landesprojekte einzusetzen, wie etwa die Digitalisierung ländlicher Regionen. Wegen der Corona-Pandemie werden jetzt auch Blutkonserven knapp. Das Rote Kreuz warnt, in einigen Bundesländern reichen die Vorräte nicht einmal für einen Tag, etwa in Baden-Württemberg und Hessen. Eine Notsituation sei das aber noch nicht. Die Bereitschaft, Blut zu spenden, sei immer noch hoch. Es gäbe aber weniger Möglichkeiten dazu, weil Termine an Universitäten oder in Unternehmen wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen derzeit wegfallen. Erinnern Sie sich noch an das absolute Top-Thema der EU-Kommission vor Corona? Der Green Deal. Ein Plan für mehr Naturschutz und gegen den Klimawandel. Heute hat die Kommission konkrete Ziele genannt. Demnach sollen 30% aller Land- und Meeresflächen zu Schutzgebieten werden. Die Bauern sollen 50% weniger Pestizide einsetzen und mindestens 20% weniger Dünger. Und ein Viertel aller Anbauflächen soll biologisch bewirtschaftet werden. Elisabeth Schmidt berichtet. Bodensensoren und Satellitendaten zeigen Landwirt Kaspar Haller, wo er Düngemittel einsparen kann. Feldversuche in Niedersachsen und, wenn es nach der EU-Kommission geht, die Landwirtschaft der Zukunft. Was die absoluten Zahlen angeht, bin ich der Überzeugung, dass wir bei den 20% Düngereinsparung und den 50% Pflanzenschutzeinsparung mittelfristig schon technologische Lösungen dafür haben. Aber es ist ein ambitioniertes Ziel und es bedeutet sehr viel Veränderung. Nur noch halb so viele Antibiotika in der Tierhaltung, ein Viertel mehr Bioanbau, mehr Naturschutzflächen. 10 Jahre will Brüssel dafür Zeit geben. Kritik. Wir haben die große Sorge, dass über die Farm-to-Fork-Strategie es zu einer Auslagerung der landwirtschaftlichen Erzeugung aus Europa heraus in Drittstaaten kommt, beispielsweise nach Südamerika, nach Brasilien. Doch die EU-Kommission hat Nachhaltigkeit und Artenschutz zur Überlebensstrategie erklärt. Die Biodiversitätsstrategie ist notwendig, damit wir das Auftreten und die Verbreitung von Krankheiten künftig verhindern können. Rund 1 Million Arten sind europaweit vom Aussterben bedroht. Dadurch bringen wir unser eigenes Leben, unsere Gesundheit und unseren Wohlstand in Gefahr. Viel Lob dazu kommt heute von den Grünen allerdings. Eine Strategie kann man lochen und abheften, da folgt noch gar nichts raus. Sie muss jetzt in Rechtsnormen umgesetzt werden. Die EU-Kommission hat heute Ziele vorgegeben. Konkrete Gesetze zur Umsetzung für die Landwirte fehlen noch. VW hat sich Rassismusvorwürfe eingehandelt mit einem Werbespot für den neuen Golf, gepostet auf Instagram. Zu sehen sind neben dem Auto ein Mann mit dunkler Hautfarbe, der von einer weißen Hand weggeschnipst wird. VW hat sich entschuldigt, nennt den Clip geschmacklos und will das aufklären. Der Chef des Betriebsrats Osterloh sagt, er schäme sich für diesen Spot. Peter Kunz berichtet. Nicht lustig, ein Fehlgriff ganz und gar. Eine weiße Hand manövriert in einem Werbevideo für den neuen Golf einen schwarzen Mann an den Rand und schnipst ihn dann weg. Rassismus ganz offensichtlich und offiziell auf dem Instagram-Account von Volkswagen, bis der Konzern es mit dem Beginn des Shitstorms dagegen wieder löschte. Die Reaktion von Volkswagen: Wir können die Empörung und Wut als Reaktion verstehen, ganz ohne Frage. Das Video ist falsch und geschmacklos. Wir werden aufklären, wie das passieren konnte und Konsequenzen daraus ziehen. Ein geschmackloser Scherz? Vielleicht sogar mehr. Stoppt man das Instagram-Filmchen, dann liest man Neger. Und die weiße Hand formt sich zu dem Zeichen, mit dem sich die rassistische amerikanische White Supremacy-Bewegung grüßt. Volkswagen hatte eine Erstreaktion auf seinem Instagram-Account gelöscht. Da stand: Die gezeigten Inhalte stellen einen kreativen Umgang mit dem Format Instagram-Story dar. Kommerzielle Kreativität, die Grenzen verletzt, in sozialen Medien nicht selten. Dass auch relativ schnell eine vielleicht nicht ganz so überlegte Werbemaßnahme produziert und auch in die Welt gesendet wird, das sehen wir schon. Gleichzeitig ist natürlich tatsächlich der Vorteil, das sieht man in diesem Fall ja auch, dass in sozialen Medien ja auch wieder zurückgezogen werden kann. Aber das Volkswagen-Video war da schon viral. Das Internet verzeiht nichts. Wer hat das gepostet? Wer hat es abgenommen? Volkswagen sucht noch nach Antworten.
In der Corona-Krise leiden nicht nur die Fluggesellschaften, sondern auch die Flughäfen. Nun soll der wichtigste Airport der deutschen Hauptstadt schließen, Berlin-Tegel. An dem innenstadtnahen Flughafen werden vom 15. Juni an keine Maschinen mehr starten oder landen, es sei denn, die Passagierzahlen erholen sich noch einmal deutlich. Markus Groß über einen dann wohl vorzeitigen Abschied für immer. Nichts mehr los in Tegel, kaum noch Passagiere, kaum noch Abflüge, seit Wochen schon. Das Coronavirus hat auch den Flugverkehr hart getroffen. 7 Millionen Euro Verlust pro Monat, zu viel für die Flughafenbetreiber. Tegel soll vorübergehend vom Netz. Mitte Juni ist hier Schluss. Schon jetzt Abschied und Wehmut. Ich bin immer gerne hergeflogen. Das ist sehr schade, weil große emotionale Erinnerungen an den Flughafen hängen und es ist natürlich auch ein Flughafen der kurzen Wege gewesen. 1974, ein neuer Flughafen für die Inselstadt West-Berlin. Der markante sechseckige Bau, ein echter Hingucker. Historisch der erste Lufthansa-Flug am Tag vor der Wiedervereinigung, danach Einfallstor für Weltmeister und Weltenlenker. Doch schon bald zu klein, zu voll, zu laut. Tegel schon lange nicht mehr zeitgemäß und jetzt auch noch Corona. Es sind jetzt auch eher wirtschaftliche Gründe, die da im Vordergrund stehen. Das muss man ganz klar sagen. Nur noch 1% des sonst bewältigten Fluggastaufkommens wird im Moment in Tegel abgefertigt. Nun soll der Restflugverkehr komplett nach Schönefeld, bis der BER im Oktober aufmacht. Für Tegel sind die Tage gezählt. Der Flughafen schließt am 15. Juni wohl für immer. Stück für Stück kehrt das Land zurück in Richtung Normalität. Jetzt ein weiterer Schritt. In den ersten Bundesländern dürfen Freibäder wieder öffnen. Unbeschwertes Badevergnügen, wie wir es alle kennen, wird es aber erstmal nicht geben. Denn auch im Wasser gelten die Abstandsregeln. Für die Bäder heißt das, sie müssen die Besucherzahlen begrenzen. Freibad in Corona-Zeiten. Wie das klappt, haben sich Peter Böhmer und Pamela Seidel in Nordrhein-Westfalen angeschaut. Sonnenaufgang gegen 17:30 und fast schon Völkerwanderung in Düsseldorf. Das erste Freibad macht auf. Vorfreude. Wahnsinn. Also 2 Monate ohne Schwimmen geht überhaupt gar nicht. Wir sind ganz Jahresschwimmer. Meine Form ist wahrscheinlich komplett im Eimer. Das wird schwierig und das Schwimmen muss man mal gucken, also wie sich die Leute da arrangieren und wie das funktioniert. Jeder Schwimmer muss sich hier vorher online anmelden für ein bestimmtes Zeitfenster. So wird die Schwimmerzahl im Bad reguliert. Per Handycode geht's ins Bad. Dort wird dauerdesinfiziert. Beim Schwimmen selbst Autobahnen mit Rechtsverkehr und breiter Überholspur. Das funktioniert. Erst dachte ich, es wäre sehr voll, aber es verteilt sich prima. Gut aufgeteilt auf die Bahnen. Sich im Wasser mit Corona anzustecken ist kaum möglich. Das Chlor tötet die Viren. Abstand ist überall das Gebot. Umziehen, duschen, Pipi machen, alles mit Distanz. Und fürs Personal diesbezüglich ganz wichtig, die Schwimmnudel. Die hat zufälligerweise eine Maß von 1,58 und hilft natürlich den Fachangestellten, den Schwimmmeistern, noch mal darauf hinzuweisen, bitte Leute, das ist der Abstand, den haltet ihr bitte auch im Wasser ein. Endlich wieder schwimmen, dem Coronavirus ein Stückchen Lebensqualität abgetrotzt.